Ich habe es bei einigen schon angesprochen. Der S3 hat eine wunderschöne Präsentation vorbereitet, wo er die Situation in Baden-Württemberg vorstellt. Landtagswahl 2016 steht vor der Tür, wie in anderen Flächenverbänden. Wir haben eine größere Problematik aufgrund der Größe des Landes und der ungleichmäßig verteilten Aktivitäten. Und wir sind im Prinzip schon seit einem Jahr dabei, das vorzubereiten. Und wir müssen jetzt tatsächlich schauen, ist der Wahlantritt realistisch, in welchem Umfang und welche Maßnahmen müssten wir dazu ergreifen. Und jetzt möchte ich ohne Umschweife dem S3 Sebastian, dem stellvertretenden Vorsitzenden der Piratenpartei Baden-Württemberg, das Wort erteilen. Ja. Wie es so entsteht, nächstes Jahr gibt es nicht nur die Landtagswahlen in Bremen und Hamburg, sondern auch den Wahlantritt, den es in Baden-Württemberg zu sichern gibt. Wir müssen da im Februar anfangen, weil das eine heftige Aufgabe sein wird. Kurz zum Überblick: Das Landtagswahlrecht in Baden-Württemberg kennt keine Landeslisten. Es gibt nur Wahlkreise, und davon 70 Stück, in denen wir jeweils einen Kandidaten und einen Ersatzkandidaten aufstellen können. Also wir sollten sämtliche Wahlkreise besetzen, um auch wirklich überall wählbar zu sein, weil nur so können wir natürlich auch alle Stimmen abgreifen, und wo wir einfach nicht auf dem Wahlzettel stehen, gehen uns Prozente verloren, und das macht es natürlich vollkommen unmöglich, die 5%-Hürde zu knacken, und wenn es ganz schlecht aussieht, dann könnte man sogar an der Parteienfinanzierung scheitern. Von daher müssen wir die Wahlkreise besetzen. Etwas abgeschnitten. Dieses PDF-Dokument, ich mache es mal klein. Hier sieht man es jetzt vielleicht, das sind die Wahlkreise in Baden-Württemberg hier links. Und rechts sieht man die Direktmandate, die da vergeben wurden. Der Kandidat, der die meisten Stimmen in einem Wahlkreis holt, also die einfache Mehrheit wie bei der Bundestagswahl, die erste Stimme, gewinnt den Wahlkreis. Es gibt nur eine Stimme für den Kandidaten und die Partei. Man sieht hier relativ viele CDU-Direktmandate. Das ist also ein sehr CDU-freundliches Wahlrecht, aber für uns sehr, sehr schwer zu handeln.
Grünen haben jetzt bei der letzten Wahl einige Wahlkreise noch geholt, aber die Mehrheit, klar, CDU lässt sich, Mannheim geht traditionellen Wahlkreis an die SPD noch, aber ansonsten sieht es da eher schlecht aus. Eine Zwischenfrage, wenn Sie mir gestattet ist. Ja. Wir haben dort dunkelgrau und wir haben ganz schwarze Felder. Da gehe ich recht in der Annahme, dass die ganz schwarzen die Wahlkreise sind, die Union mit 50% plus X geholt hat. Ja, das ist eine absolute Mehrheit für die CDU. Das ist irgendwo auf der Schwäbischen Alb. Sigmaringen, Biberach. Genau. Und das wird dieses Mal auch nicht mehr so sein wie bei den Grünen. Das ist der überdurchschnittliche Erfolg der Grünen bei der letzten Wahl, wird sich dieses Mal voraussichtlich nicht wiederholen, weil die damals durch zwei Sachverhalte, und zwar den 30.09. und durch Fukushima eine Woche vor der Wahl, überdurchschnittlich hohen Stimmen Anteil hatten. Das heißt, es ist absehbar, dass sie die Wahlkreise, die sie diesmal erobert haben, bis jetzt auf im Bereich Freiburg und vielleicht im Bereich Stuttgart, aber selbst das ist auf dem Wackeln, wenn man sich die letzten Bundestagswahlergebnisse anschaut, nicht verteidigen können. Also die CDU ist momentan trotz idiotischer Landespolitik etwas im Aufschwung in Baden-Württemberg insgesamt. Die restlichen Mandate werden dann, wie gesagt, nicht durch eine Landesliste vergeben, sondern die Kandidaten, die in ihren Regierungsbezirken, also es gibt vier Regierungsbezirke, das ist einmal Stuttgart, Karlsruhe, Freiburg und Tübingen mit so Bezirksausgleichen, das ist etwas komplizierter, aber im Groben und Ganzen sind das dann die Regierungsbezirke und die Kandidaten, die für ihre Partei da relativ am meisten Stimmen holen, die ziehen dann auch in den Landtag ein, wenn man natürlich die 5%-Hürde knackt. Ja, was bedeutet das für uns, um da überhaupt antreten zu können? Wir müssen sehr, sehr viele Unterschriften sammeln. Das sind 150 pro Wahlkreis. Bei anderen Wahlen sind es normalerweise 2000 für den ganzen Landesverband, für die Landesliste. Hier gibt es keine Landesliste. Wir müssen also 70 mal 150 Unterschriften sammeln. Das sind 10.500 Stück. Wir müssen Puffer einrechnen. Das haben wir bisher immer gemacht, dass wir 15 Stück pro Wahlkreis als Puffer noch oben drauf gesammelt haben. Das wären dann 70 mal 165, also 11.550 Unterschriften. Und die müssen auch aus diesem Wahlkreis kommen. Also wir können jetzt nicht hergehen und sagen, wir stellen uns hier in Stuttgart auf die Königstraße und sammeln die mal relativ einfach ab. Wir müssen auch in die
Wahlkreise gehen, wo es nur Städte gibt, die 10.000, 20.000 Einwohner haben und nicht wirklich eine Fußgängerzone. Das macht es noch mal extra schwierig für uns. Wir haben das 2011 geschafft. Das war ein riesen Kraftaufwand. Wir hatten damals etwas weniger Mitglieder als heute. 750 zahlende Mitglieder konnten dann, wie gesagt, in allen Wahlkreisen Kandidaten aufstellen. Das haben nicht so viele Parteien geschafft. Also wenn man irgendwie die Liste bei der Europawahl sieht, da stehen ja zahllose Parteien drauf. Hier waren es nur 7 Stück, die wirklich auf flächendeckend angetreten sind, wie wir. Wir haben dann 2,1% geholt. Das war, wie gesagt, vor Berlin, also so schon ein relativ gutes Ergebnis. Ja. Reicht das, die Unterschriften auf der Straße zu sammeln, oder müsst ihr die noch in den Ämtern beglaubigen lassen? Oder die Leute in die Ämter mitschleppen? Also beglaubigen lassen müssen wir sie in den Ämtern, aber wir müssen die Leute nicht in die Ämter reinschleppen, wie es irgendwie bei irgendwelchen Volksinitiativen in Bayern oder sowas ist. Ja, jetzt haben wir aber eine leicht andere Situation. Die Verschiebung der Aktivität, gerade in die Aktivitätszentren, vor allem Städte, hat dafür auch gesorgt, dass die ländlichen Gebiete mitunter tot sind. Wir haben jetzt gerade auch durch die innerparteilichen Streitereien da recht viel eingebüßt. Einige KVs haben wir auflösen müssen, auch um einige BZVs im Süden, um die zwei steht jetzt nicht wirklich gut. Wir haben zwar auf dem Papier mehr Mitglieder, auch mehr zahlende Mitglieder, aber meiner Ansicht nach weniger aktive als 2011 bzw. 2010, als wir die Unterschriften für 2011 gesammelt haben. Und Kunglisch, kein Pirat mehr, der hat uns damals auch schon sehr, sehr viel abgenommen. Wir haben schon mal eine grobe Timeline natürlich aufgestellt. Wir haben jetzt erstmal die organisatorische Vorbereitung. Es wird natürlich ein sehr großes Problem, auch die ländlichen Wahlkreise überhaupt zu besetzen, weil wir müssen überall 3 Mitglieder haben, die Aufstellungsversammlung besuchen und dann Kandidaten wählen. Also der Kandidat kann irgendwo aus Baden-Württemberg kommen und ein Kandidat kann immer in 2 Wahlkreisen kandidieren, aber es müssen halt diese 3 Leute da sein, die wirklich da wohnen, und wir können da auch natürlich nicht Bescheid wissen, weil wir müssen ja die eidesstattliche Versicherung abgeben, dass das eine korrekt abgelaufene Wahl war und die Bedingungen erfüllt waren. Deswegen werden wir in der Orga-Phase jetzt noch
auch mobilisieren müssen. Wir werden Leute direkt anrufen müssen, mit denen Termine ausmachen, wenn es ein Wahlkreis ist, der kritisch ist. Und dann hoffen, dass da genügend zusammenkommen. Aufstellen darf man ab dem 1. Februar 2015. Kurz darauf haben wir noch unseren Landesparteitag, die Frage, ob wir dann davor schon aufstellen oder nicht. Aber wir müssen natürlich relativ früh aufstellen, um diese Unterschriften-Sammelphase packen zu können. Den genauen Termin für die Landtagswahl gibt es noch nicht, aber es wird im Frühjahr sein, also wahrscheinlich im März 2016. Und entsprechend ungefähr 2 Monate vorher müssen natürlich die Unterschriften alle da sein und beglaubigt sein. Um die Situation mal darzustellen, wie das sich gerade bei uns verhält, habe ich das mit so einer Art Heatmap gemacht. Wir haben nämlich einige sehr, sehr problematische Gebiete. Also die grünen Gebiete, gerade so Städte wie Stuttgart, Karlsruhe und auch die größten Teile des Stuttgarter Umlands, haben genug Piraten, um eigentlich alles selber hinzukriegen. Die gelben Gebiete haben Piraten, die aktiv sind, die aber eventuell Unterstützung benötigen müssen. In diesen hellrot gefärbten Gebieten gibt es auch Piraten, aber eher wenige. Hier muss man schon wirklich sehr hinterher sein, dass da genügend Leute zusammenkommen, auch von der Aufstellungsversammlung. Und in den dunkelroten Gebieten sind mitunter auch gar keine Piratenaktivitäten derzeit mehr erkennbar. Das war halt 2010 wirklich komplett anders. Also da wird man wahrscheinlich auch die Unterschriften komplett extern sammeln müssen. Also Piraten aus anderen Städten hinschicken und dann sammeln. Wenn ich das jetzt so sehe, macht es dann nicht vielleicht sogar Sinn, die komplett roten Sachen draußen zu lassen und vielleicht auch die hellroten Sachen eventuell zu überlegen, auch irgendwie draußen zu lassen und sich dann wirklich mit der Arbeit, die dann ansteht, auf die gelben Bereiche zu konzentrieren. Damit hätte man ja eh mehr als genug zu tun. Und weiß nicht, also als Frage, macht das nicht vielleicht Sinn, sich zu konzentrieren? Das kommt natürlich auf das Wahlergebnis an. Also so angenommen, wir würden dann in den gelben und grünen Bereichen antreten und da 5% holen, dann weiß ich, wäre es vielleicht irgendwie so 2/3 und haben wir am Ende irgendwie 3,% und wenn man so übliche Wahlergebnisse holt, die wir gerade so eingefahren haben, dann heißt das halt, dass wir keine Parteienfinanzierung mehr bekommen in Baden-Württemberg. Das wäre halt wirklich ein Problem. Von daher sollte man eigentlich schon überall antreten.
Ich denke, wir werden es auch versuchen, aber die Lage ist derzeit kritisch, aber hoffentlich nicht aussichtslos. Deswegen haben wir auch den Slot hier, weil wir da gerade bei den Unterstützerunterschriften wirklich auch auf Unterstützung angewiesen sind. Nur eine Gegenfrage, das heißt also, eure Strategie ist Streuung, um die Wahrscheinlichkeit anzuheben. Ja, also jeder fehlende Wahlkreis hat halt fehlende Stimmen und das können wir uns eigentlich nicht leisten. Also das sind jetzt natürlich keine exakten Werte, das sind jetzt so die Erfahrungswerte, wenn sich da jetzt irgendjemand aus Baden-Württemberg beleidigt fühlt, weil sein Kreis rot ist und er eigentlich meint, dass der gelb sein müsste oder sonst was. Das kann durchaus sein. Es ist ein ungefähres Bild. Kann natürlich auch andersrum sein, dass einer eventuell dann doch zu Unrecht gelb wurde und eigentlich rot sein müsste. Aber in etwa sieht es so aus. Man sieht also, die problematischen Gebiete sind vor allem im Süden. Das sind auch vor allem die großen Wahlkreise, Schwarzwald, Schwäbische Alb, runter. Da haben wir ein Problem und das sind halt auch oft nur kleine Städte, also man kann da auch nur sehr schwer sammeln. Und ja, die erste Hürde wird es mal sein, da die Kandidaten aufzustellen. Aber wenn wir die dann haben, geht es natürlich weiter. Also gerade unten rechts, was Schwäbische Alb und so weiter angeht, würde ich mal gucken, dass ich als LV Bayern Schwaben anhau, also bayerische Schwaben, dass die euch da auf jeden Fall unterstützen, weil die haben da recht kurze Anfahrtswege, weil das mit Augsburg und so weiter müsste auf jeden Fall da klappen. Das wäre wichtig, dass ihr dann vielleicht auch als Landesvorstand und uns zum Anhang haut. Deswegen nochmal nachfragt, wie es da ausschaut. Ja, da kommen wir auch gleich noch dazu. Deswegen haben wir auch den Slot hier. Finanziell sieht es auch bei uns gar nicht so schlecht aus. Also wir haben jetzt ja mal gesagt, dass wir ungefähr 100.000 Euro in die Landtagswahl investieren wollen und können. Aber wir haben derzeit 166.000 Euro ungefähr auf dem Konto liegen. Die können wir natürlich nicht komplett ausgeben. Nächstes Jahr kommt natürlich jetzt auch noch was dazu, 2015. Aber wir haben natürlich auch 2017 dann im Jahr darauf direkt wieder die Bundestagswahl. Da brauchen wir auch wieder Rücklagen und auch andere Rücklagen noch wegen der Parteienfinanzierung sind da wohl auch mit drin. Aber wir peilen es um die 10.000 Euro an. Aber da das Flächendecken der Antreten so wichtig ist, können wir natürlich auch da Geld investieren, um da überhaupt mal den Antritt zu schaffen, um dann eventuell Reisekosten zu zahlen. Ich weiß nicht, inwiefern das legal ist, wenn wir Geld für gesammelte Unterschriften zahlen würden. Im
Zweifelsfall können wir auch das wahrscheinlich machen, aber wir müssen halt irgendwie diese flächendeckenden Wahlkreise dahin bekommen. Wo wir Hilfe gebrauchen können, das spricht jetzt gerade Bayern an und vermutlich auch Hessen, also natürlich im Norden sind die Hessen eventuell auch noch dran und könnten da unterstützen. Da haben wir auch ein paar größere Wahlkreise, da gibt es zwar Piraten, aber so rosig sieht es da natürlich auch nicht aus. Ich weiß es nicht, wie es in Hessen mit der Kommunalwahl ist. Rheinland-Pfalz wäre auch noch in der Nähe. Die haben aber selber eine Landtagswahl und müssen auch selber ihre Landesliste zumindest mal sammeln. Ein paar Schweizer Piraten sind ja auch da. Die könnten natürlich auch aus dem Süden unterstützen. Das sind jetzt nicht hier, aber mit denen habe ich gestern schon gesprochen. Also das wären wahrscheinlich so die Hilfspunkte. Und was man nicht unterschätzen darf, ist, wir müssen 210 Leute zusammenkriegen. Das ist doppelt so viel, wie wir bei Landesparteitagen üblicherweise haben. Und es ist mindestens 50% mehr, als wir derzeit im Schnitt im Land Aktive haben. Und das schließt noch nicht mit ein, welche Leute uns wegbrechen werden bei nächsten Mitgliederversammlungen. Wenn ihr also Leute kennt, die irgendwo auch nur sagen wollen, sie wollen uns beim Aufstellen helfen, derjenige muss ja Mitglied sein. Das war damals noch leichter. Wir haben einige Wahlkreise gehabt, da sind wir nur angetreten, weil der Kunker von der Straße weg Leute in die Aufstellungsversammlung gezerrt hat, Mitgliedsantrag ausgefüllt hat. Und wir hätten ansonsten auch keine Mitglieder gehabt. Also wir haben viele Kreise, da kriegen wir keine drei Leute zur gleichen Zeit in denselben Raum, um einen Kandidaten aufzustellen. Ist ein faktisches Problem. Auch wenn wir landesweit theoretisch die Kapazität hätten für einen guten Wahlkampf und selbst das Unterschriften sammeln, theoretisch irgendwie machbar wäre, momentan haben wir echt ein Problem, flächendeckend aufzustellen. Das heißt, wenn jemanden kennt aus dem Bereich, dann ist schon mal das beim Aufstellen wichtig, dass man irgendwie pro Wahlkreis, deckt sich nicht mit dem Landkreis, üblicherweise drei Leute kriegen, die aufstellen. Und der Kandidat muss nicht von vor Ort sein. Das ist also, wir können dann irgendwie Leute von außerhalb auch aufstellen, haben wir oft genug gemacht oder gegengleich. Also das ist ein Punkt, den darf man an der Stelle nicht unterschätzen, weil es kann schon sein, dass wir schon mit der Aufstellerei so krass scheitern, dass das Unterschriften sammeln eigentlich hinfällig ist. Ja, man hat es auch bei der Bundestagswahl gesehen, da wollten wir auch noch einen Wahlkreis aufstellen, nördlich von Ludwigsburg. Wir hätten da nicht mal Unterschriften sammeln müssen und die Bundestagswahlkreise sind auch deutlich größer und da haben wir es nicht hinbekommen, drei Leute zusammen zu bekommen. Da saßen dann zwei Leute da und konnten den Kandidaten nicht wählen, der eigentlich wollte. Und wir hätten nicht mal Unterschriften sammeln müssen, dann sind wir letztendlich
sich nicht angetreten. Und ja, wenn das bei der Landtagswahl so wäre, dann hätten wir natürlich ein größeres Problem. Deswegen können wir auch gegebenenfalls Hilfe bei der Mobilisierung benötigen. Ich weiß nicht, wie irgendwelche Geschäftsstellen da Kapazitäten haben. Das könnte natürlich bundesweit gemacht werden, wenn da nur Piraten angeschrieben werden müssen oder angerufen werden, wenn sie eine Telefonnummer angegeben haben, um dann einen Termin zu koordinieren mit denen persönlich. Aber das muss halt wirklich persönlich mit denen ausgemacht werden in diesen Gebieten. Wir haben derzeit im Landesvorstand auch viele andere Probleme noch. Einige Landesvorstände können nicht so viel machen, wie sie eigentlich gedacht haben, dass sie es könnten. Und deswegen verteilt sich da gerade alles auf relativ wenige Leute. Also auch da können wir wahrscheinlich Unterstützung gebrauchen und nicht nur beim Unterschriften sammeln. Das würde dann jetzt schon bald losgehen, weil wir, wie gesagt, schon ab Februar aufstellen können, bis man das so im Januar herum machen, die Leute da durch zu telefonieren. Ja, wie geht es jetzt weiter? Wir haben eigentlich mal gesagt, dass wir für jeden Wahlkreis einen Ansprechpartner suchen. Also da ist zumindest mal einen Piraten vor Ort haben, wenn wir auch schon keine drei zusammenbekommen, um aufzustellen. Wir werden wahrscheinlich auch so ein Portal machen, dann für die Unterschriften. Und auch eventuell für andere Informationen zur Wahl, wo man auch die Helfer koordinieren kann. Die Wahlkreiszuordnung hat jetzt die Verwaltung bei uns noch nicht gemacht. Also wir wissen noch nicht genau, wie die Leute den Landtagswahlkreisen zugeordnet sind. Für die Bundestagswahlkreise gab es das ja schon. Aber da wir auch gerade viel mit dem Rechenschaftsbericht, weiß ich nicht, was noch alles um die Ohren haben, sind da Leute anderweitig eingespannt. Und sobald wir das haben, haben wir auch noch einen genaueren Überblick, wo wir wie viele Stimmberechtigte haben. Die Leute können auch als nicht Stimmberechtigte an der AV teilnehmen, aber jemand, der seinen Beitrag nicht zahlt, wird wahrscheinlich auch entsprechend wenig Lust haben, da für die Piraten durch die Gegend zu fahren zu der AV. Ja, und für Hilfsangebote und Fragen stellen wir natürlich immer gern per Mail auch zur Verfügung. Einfach an die Vorstandsadresse schreiben. Das mag jetzt alles relativ grimm geklungen haben. Oh ja. Wollen wir die Frage dazwischen schieben? Mag alles sehr grimm geklungen haben, aber politisch gesehen. Schaut es eigentlich gar nicht so schlecht aus. Wenn wir jetzt irgendein anderes Landtagswahlrecht hätten, wo man sagt, man muss wenigstens nur 5.000 Unterschriften sammeln und hätte eine Landesliste, dann würde die Welt gleich ganz anders ausschauen, weil in Baden-Württemberg, ihr wisst, was die
letzten Jahre abgegangen ist. Wir haben eigentlich gute Chancen. Wir haben durch die Kommunalmandate zwar irrsinnig viele Kräfte gebunden. Das ist ein ganz großes Problem. Es ist eigentlich gut. Es ist wahnsinnig geil, aber es heißt auch, dass uns Leute vor Ort fehlen für den Landtagswahlkampf. Bedeutet aber auch, dass wir Synergien bilden, weil die Leute halt merken, wir schaffen was vor Ort. Das beginnt schon, das merke ich in den ersten Kreisen, wo man merkt, okay, ja, die Piraten machen sich einen guten Ruf. Aber das allein wird es halt nicht sein. Das heißt, wir müssen echt die Infrastruktur drumherum stellen. Den politischen Teil kriegen wir irgendwie auf die Beine gestellt, sobald wir mal irgendwie mal 10 Sekunden Luft haben. Aber der organisatorische Teil, der in Baden-Württemberg ein gigantischer Aufwand ist, also das war beim die Landtagswahl 2011 war vom Aufwand her höher als manche Bundestagswahl, die wir bundesweit hatten, organisatorisch. Habt ihr mitbekommen, da hat damals der Sebastian Nerz ja einen ziemlich guten organisatorischen Job gemacht, dass wir da mit wesentlich größeren Parteien mit knapp, was haben wir ausgerechnet, 80 mal so viel Geld wie wir, die dann tatsächlich auch das mit dem wir kamen da einfach mal bezahlte Leute in den Süden, also die Linke, die hat einen unglaublichen finanziellen Aufwand betrieben, um überhaupt vielleicht entdeckend antreten zu können. Wir haben das mit Butterbrot und Unterstützung von außerhalb geschafft, kann man so sagen. Also es sieht grimm aus, wenn man das anschaut, aber wenn wir das bewältigt kriegen, wenn Hamburg ein geiles Ergebnis kriegt und wir dadurch auch wieder Leute mobilisiert kriegen, dann können wir das schaffen. Ja, Fragen? Du kriegst gleich das Mikrofon. Erst habe ich noch in der Hand. Also es freut mich, dass ihr frühzeitig mit der Sache schon anfängt und dass da Dinge passieren und ihr aktiv wird und man nicht bei euch nachfragen muss, wie es dann läuft. Ihr verflucht aus nachvollziehbaren Gründen diese Unterschriften-Sammelaktion. Es ist aber im Endeffekt vielleicht sogar auch schon ein Segen, weil sie euch frühzeitig flächendeckend auf die Straße zwingen zum Sammeln. Und damit werden Piraten wieder sichtbar und zwar nicht erst 3 Monate vor der Wahl, sondern deutlich früher. Ihr habt vorher gesagt, Kungler ist nicht mehr Mitglied. Das ist schade, aber er hat auch als Nicht-Mitglied in Brandenburg gesammelt. Es gibt da auch so einen zweiten begnadeten Sammler, das ist Parzival. Der hat auch schon angedeutet, dass wenn man ihm irgendwo eine Unterkunft stellt und so, dass er da auch sammeln würde. Also da können wir auch Hilfe von außen organisieren. So, aber ich rede jetzt nicht die ganze Zeit.
Also ich komme aus Niedersachsen und ich komme aus Ostfriesland und wir haben Landtagswahlkampf auch gehabt. In Ostfriesland gab es gar keine Piraten. Tiefrot. Und es war kein Problem. Und ich war jetzt auch noch in Brandenburg Unterschriften sammeln und so weiter in einer kleinen Stadt. Das funktioniert auch. Unterschriften sammeln wird kein... Moment. Ich wollte nur sagen, Unterschriften sammeln wird nicht das Problem sein. Da kommen immer Leute, das kriegen wir hin. Und ihr habt einen großen Vorteil, es ist noch relativ viel Zeit. Also sehe ich wirklich aus unseren Erfahrungen heraus, für euch erstmal als wichtigste Aufgabe wirklich zu sehen, wo leben die einzelnen Mitglieder, wie sieht das in den Kreisen aus, dass da einfach Klarheit ist. So nebenbei, seit vorhin, glaube ich, sind wir alle sehr viel optimistischer und das werden wir auch nach außen tragen können, sogar nach Baden-Württemberg. Ich hoffe schon, dass ihr da eure Mitglieder jetzt wieder dann anders motivieren könnt. Also, ich aus meiner Erfahrung aus würde ich sagen, wie gesagt, sortieren. Wie sieht das in den Kreisen aus? Haben wir die drei Mitglieder? Haben wir den Kontakt, dass wir die Aufstellungsversammlung hinkriegen? Das wird der Engpass sein. Alles danach, glaube ich, wird nicht das Problem sein. Und wenn ihr Kandidaten noch verschieben könnt, geografisch, wunderbar. Also ich möchte euch da eigentlich Mut machen. Ich war 10 Jahre in der Region. In Weinsberg haben wir gelebt. Ich könnte ja mal wieder dahin fahren. Auch wenn es ein bisschen weiter ist. Also, das haben wir bisher als Piraten immer hinbekommen. Ja, klar. Also, wir sind auch insoweit optimistisch, dass wir es natürlich versuchen, aber gerade wenn die Aufstellungsversammlung scheitert, dann haben wir ein Problem, da bringt auch dann externe Hilfe im Zweifelsfall nicht viel, außer wir würden dann wie Kungler auf der Straße Leute irgendwie noch schnell zum Mitglied machen können. Unterschriften sammeln darf aber halt auch nicht unterschätzt werden. Also Brandenburg waren ja auch 2000 für die Landesliste. Hier sind es halt deutlich mehr und ortsgebunden. Also man muss wirklich sich ranhalten und früh anfangen, deswegen wollen wir halt hier auch darauf aufmerksam machen und schon mal um Unterstützung werben. Ja, dafür ist der Slot jetzt hier da. Ja. Aber nicht unterschätzen das südliche Baden-Württemberg. Ich
bin da echt, ich hatte Orte und ich habe Quoten durchaus, dass ich sage, ich kann in der Stunde, wenn das ein gutes Gebiet ist, 20, 30 Unterschriften oder mehr sammeln. In Hechingen habe ich einen ganzen Nachmittag für 5 Unterschriften gebraucht und ich habe mehrmals gehört, wir wollen euch hier nicht, wir wählen hier CDU. Das ist ein Fakt, von dem wir hier reden. Das sind die Gebiete, die vorher schwarz waren. Da ist das verdammt schwer, da tun sich alle anderen Parteien schwer, da würde die CDU auch noch mal mehr kriegen, wenn nicht das Thema S21 hinter das Thema Fukushima gewesen wäre. Die haben da in den letzten Landtagswahlen teilweise mit 60, 70 und der Rekord war, glaube ich, irgendwie 79% abgeschnitten. Und man darf nicht unterschätzen, dass dort das Unterschriftensammeln nicht trivial ist. Aber es ist machbar. Wir haben es das letzte Mal auch geschafft. Wir sind halb dran zugrunde gegangen, aber es hat funktioniert. Es wird nur ein Riesenaufwand sein und deswegen so ein bisschen der Hilferuf von die restliche Partei. Hilfe, Hilfe, helft uns, dann schaffen wir das. Also der Name ist ja schon mehrfach gefallen. Der Unterschriftengott ist ja vor allen Dingen Kungler, ne? Also was der schafft, ist unglaublich. Ich würde, danke. Ich würde mich sehr wundern, wenn er nett gefragt wird, ob er würde sich wahrscheinlich die Zeit nehmen und einfach mal bei euch eine Schulung anbieten. Also ich würde jetzt gar nicht ihn fragen, ob er auf die Straße geht, das macht er vielleicht auch, aber vielleicht ist es gar nicht so dumm zu sagen, wir treffen uns mal einen Nachmittag mit 100 Leuten aus jedem KV ein oder was, weil Kungler hat einfach verschiedene Techniken, sei es die Art, wie er das Brett hält, sei es, wie er das hinkriegt, was zu höheren Unterschriftenquoten, teilweise die Frage, die er dabei hat. Und diese Erfahrung wird er sicherlich weitergeben. Also würde mich sehr wundern, wenn er sich da querstellt. Ja, das war auch was wir schon geplant hatten. Jetzt nicht unbedingt mit Kungler, aber Kungler hat ja auch mal einen Flyer entworfen, den er auch bei uns in Baden-Württemberg verteilt hat, wo die Methode beschrieben ist. Und Michi in Stuttgart ist auch sehr gut darin und macht das auch nach der Methode, denn der hat auch angeboten in der Geschäftsliste machen. Wir könnten natürlich auch Kungler einladen. Ich denke nur nicht, dass er so wie damals, als er noch irgendwo in Esslingen gewohnt hat und auch sehr viel Zeit darauf verwendet hat, um Unterschriften zu sammeln, so aktiv werden könnte, aber natürlich hier. Ja. Gut, ja, ich möchte das auch nur bestärken, dass es wichtig ist, dass ihr diesen Hilferuf sendet und der wird gerade gehört und wir werden kommen und wir werden unterstützen. Und in Brandenburg, ja, es war leichter rechtlich und gleichzeitig, wir hätten noch das Dreifache an Hilfe mobilisieren können in Berlin, wenn wir nicht gemerkt hätten, es wird laufen. Und wenn es dann spitz auf Knopf geht, möglichst schon vorher, dann kommen wirklich aus allen
Ecken die Leute raus. Und das werden wir auch machen und organisiert kriegen und da im Zweifel noch eine lokale Veranstaltung hinlegen oder eine Aktion, was Kungler angeht, weil wenn ihn schon jeder erwähnt hat, muss ich ihn auch erwähnen. Also er war in Brandenburg, wir haben seit eigentlich Saarland, spätestens Niedersachsen, eine Wette offen, wer im freien Feld mehr Unterschriften holt in einer vorgegebenen Zeit. Und in Brandenburg haben wir uns dann wieder gebattelt. Und dann hatte er 45, ich 45, also war klar, wir müssen weitermachen. Und solange ihr die Unterschriften nicht habt, werde ich immer, wenn ich mit Kungler Wettsammeln mache, ihn zuerst fragen, wie viel er hatte und die gleiche Zahl sagen, dann geht's weiter. Sehr gut. Das ist nämlich auch der Punkt. Wir dürfen jetzt die Leute nicht weiter verbrennen. Wir haben das die letzten Jahre gemacht. Unsere Erfolge auch in Baden-Württemberg beruhen auch darauf, dass die Leute einfach immer gewohnheitsgemäß über ihr Limit gehen. Auch im Privatleben und über alles. Viele Leute brechen nicht weg, weil sie den Glauben an die Sache verlieren, sondern weil sie sich ansonsten einfach komplett selbst ruinieren. Das dürfen wir nicht machen. Also wir können es natürlich nicht machen, wir können uns alle hier ruinieren, aber das hilft niemandem, weil dann hat man nachher auch keine Energie mehr für die Politik. Wenn wir aber zusammenhalten, deswegen die Schulung in Baden-Württemberg ist eigentlich am falschen Platz, weil da kriegen wir das auch auf die Beine gestellt, aber wir brauchen einfach effektiv Leute von außerhalb. Und wir haben die Kriegskasse und ich bin echt der Überzeugung, dass ein Mensch, der nach Baden-Württemberg geführt wird, im goldenen Taxi mehr wert ist als 10 Wahlplakate. Verurteilt mich, aber ich bin der Überzeugung, wenn wir da einfach auch Geld reinstecken, dass wir die Leute unterstützen, dass sie zu uns kommen können, dann ist das wirklich hilfreich und wir sind auch da bereit, in dem Haushaltsplan für die Wahlkampfkoordination das entsprechend zu berücksichtigen. Wenn ihr sagt, okay, hier euer Landesverband, der hat einfach nicht den finanziellen Vorhof dazu zu helfen, dass wir dann ein entsprechendes Budget aufstellen. Natürlich nicht unendlich, weil man kann jetzt nicht sagen, wir verpulvern alles Geld für Fahrkosten und dann haben wir null Plakate, null Flyer und null Infomaterial, aber in einem ausgewogenen Maß. Also je nachdem, was euer Landesverband sagen kann, wie der sich einbringen kann. Aber in erster Linie brauchen wir einfach Menschen, die helfen. Das ist ein Fakt, weil Politik ist eine Sache der Menschen und nicht von Papier und Geschubse. Auch der schwärzeste Wähler bei euch hat oft Kinder. Die denken ja oft anders. Ab wann darf man wählen in Baden-Württemberg und eine Unterschrift leisten? Und wenn wir haben auch parallel zur Landtagswahl Wahlen an Schulen gehabt mit sehr erstaunlichen Ergebnissen für die Piraten.
Die Grünen und SPD haben das Kommunalwahlrecht geändert. Da darf man jetzt schon ab 16 wählen. Soweit wir das wissen und auch von der Landeswahlleiterin gesagt bekommen haben, sind an dem Landeswahlrecht keine Änderungen bekannt. Die Grünen und auch die SPD drängen natürlich auch drauf, ein Listenwahlrecht zu haben, auch teilweise mit anderen Begründungen als wir. Aber die CDU kann das blockieren, weil dann jetzt zwei Drittel Mehrheit notwendig wäre. Und es gab da mal dann irgendwie die Idee, dass das irgendwie in so einem Kuhtausch da irgendwie gegen irgendwelche anderen Zugeständnisse ändern würden, aber in dieser Legislaturperiode wird das Wahlrecht wohl nicht mehr geändert, also bleibt das Alter auch ab 18 Jahren, also wer wahlberechtigt ist, darf man auch unterschreiben. Das Einzige, was ich glaube, in der Wahlordnung noch ändern könnte, ist, dass wir in Landkreisen, die genau zwei oder drei Wahlkreise umschließen, nur eine Aufstellungsversammlung machen müssen und dann quasi weniger Leute brauchen pro Wahlkreis, um das aufzustellen. So könnten wir eventuell um die drei Leute pro Wahlkreis herumkommen, wenn die Wahlordnung da angepasst wird. Bislang war das, glaube ich, nur in Stuttgart möglich, aber da haben wir in die Richtung eh kein Problem. In Karlsruhe auch, ja. Aber das könnte jetzt für auch die Flächenlandkreise eventuell kommen. Das wird es schon mal sehr, sehr viel einfacher machen, zumindest die Aufstellung hinzubekommen. So, ihr startet jetzt gerade aus Gründen, vor allem auf die Unterstützungsunterschriften. Im Wahlkampf ist aber deutlich mehr. Wie seid ihr mit anderen Dingen aufgestellt? Pressearbeit, wie seid ihr aufgestellt mit Gestaltung? Braucht ihr da Hilfe von externen? Grundsätzlich ist es so, dass wir die Verwaltung in Baden-Württemberg versuchen zu optimieren und dort, wo es sinnvoll ist, zu zentralisieren. Damit nicht sich alles so stark zersplittert, damit nicht die Leute in den Kreisen immer und immer wieder mit den gleichen Aufgaben überbeschäftigt sind. Das müssen wir im nächsten Jahr auch fortsetzen. Das hat in diesem Jahr schon begonnen und da wird es auch noch einige Krisenherde geben, wo es schwierig wird. Wir haben einige Ressourcen, die frei werden, wenn wir mal wieder vernünftig auf die Beine kommen und wenn wir uns nicht mit Krisengliederungen und mit Krisensituationen beschäftigen müssen. Vieles, was uns derzeit wirklich zurückhält, ist der Umstand, dass die Situation der Partei einem das Leben schwer macht. Wir hätten diesen Vorhof, das merkt man auch, wenn wir nämlich Zeit haben, uns mit dem zu befassen,
lassen, wofür wir eigentlich gewählt wurden, dann läuft das wesentlich besser. Das Potenzial dazu ist da. Ich habe schon mit vielen Leuten gesprochen, die gemeint haben, sie würden uns potenziell dort unterstützen. Aber das muss man koordinieren. Das ist unsere eigene Aufgabe als Vorstand auch gewissermaßen. Und da muss ich einfach die Situation verbessern. Da mache ich mir viel weniger Sorgen, weil wir haben eigentlich gar nicht so wenige aktive Mitglieder. Viele davon sind jetzt kommunalpolitisch gebunden. Aber wenn man da sich ein bisschen zusammentut, ist es machbar. Aber wir haben nicht so viele Mitglieder, wo man sagt, die müssen quer durchs Land fahren, dann dort tagelang Unterschriften sammeln, dort vielleicht noch Aufstellungsversammlungen schupfen und so weiter und so fort. Das ist tatsächlich das faktische Problem. Der Wahlkampf nachher, wenn wir vor Ort keinen Wahlkampf haben, so bitter das klingt, wir hatten Wahlkreise, die aneinander angrenzen. Im einen haben die riesigen Wahlkampf gemacht, insgesamt 500 Plakate gehabt und ein schlechteres Ergebnis im Nachbarwahlkampf gehabt, wo sich nie ein Pirat irgendwo hat blicken lassen. Es spielen andere Faktoren mit rein. Wir müssen politisch stark sein, wir müssen in der öffentlichen Wahrnehmung stark auftreten. Es wird nicht die Zahl der Wahlplakate über das Ergebnis entscheiden, wenn wir erfolgreich antreten, sondern wie wir politisch auftreten, wie wir den Grünen Paroli bieten und wie wir uns als Alternative abseits der derzeitigen Konstellation positionieren. Und das sehe ich uns auch als konkurrenzfähig zur Linken an, weil die von ihrer Programmatik her sehr, 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 sehr stark an die Bundespositionen angelehnt sind, die in Baden-Württemberg ja nicht mehrheitsfähig sind. Also als Gruppe der alternativen Politik, also derjenigen, die jetzt da nicht die ganze Zeit schon mitspielen. Es hat sich bei uns in Bayern bei den Wahlen auch gezeigt, dass viele von den ganzen Plakaten, von dieser Plakatflut einfach auch nur genervt sind. Und ich habe Infostand auch solche Sachen zu hören. Wir kommen mal, wie wir finden schön, dass wir von euch nicht so viele Plakate sehen wie vom Rest. Und das unterstützt dein Argument einfach nur dabei, dass nicht Plakate drüber entscheiden. Wir müssen halt schauen, dass wir ein Infostände besetzen und nicht mit ein oder zwei Piraten, sondern da müssen fünf rumstehen. Und nicht nur rumstehen hinter dem Stand, sondern halt auf der, also einer am besten im Stand und der Rest draußen Leute anreden, die ganze Zeit. Weil ich habe es bei mir gesehen, wo ich Direktkandidat war, ich habe alleine Infostände gemacht, das bringt null. Zu zweit ist es auch schon lächerlich, weil nebendran die Linke steht und halt 10 Leute da rumstehen und halt Leute Forschen abgraben und uns und wir werden belächelt. Deswegen müssen wir gucken, dass wir die Manpower einfach da haben. Ja, klar, also das wird man auch versuchen. Wir haben jetzt natürlich erstmal die Wahlkampfsache etwas noch weiter hinten angestellt und erstmal den Antritt
natürlich als Priorität. Man sieht es ja auch hier in der Timeline, also die Wahlkampfphase, die dann irgendwie jetzt quasi gerade in Hamburg oder so aktuell wäre, ist natürlich bei uns noch ein Jahr weiter hinten, aber wir denken natürlich schon mal dran. Und wir haben auch einen direkten Zusammenhang gesehen, vor allem, was du sagst, auch einfach in der öffentlichen Wahrnehmung auftreten. Kandidaten zu haben, die Positionen rüberbringen können, die vor Ort bei vielen, vielen Veranstaltungen präsent sind und wann immer irgendwo die Medien aufschlagen und irgendwas Politisches geschehen, einfach da sind und wahrgenommen werden. Das hat einen gravierend höheren Einfluss als vieles andere. Ja, ich muss mal eben ein bisschen widersprechen, dass mit den Infoständen und den 5 Leuten, ja, in den Großstädten schon, aber Baden-Württemberg ist über viele Wahlkreise sehr ländlich geprägt. Und was willst du da mit 5 Leuten in einem Infostand in irgendwelchen Flächenkreisen? Das ist bei uns genau das gleiche Problem gewesen. Das war nicht nur in der Stadt, sondern auch außerhalb. Und gerade außerhalb ist es wichtig, dass es auftreten am Infostand gut rüberkommt. Das sind auch so Sachen wie, wir müssen die Leute auch schulen, wie sie aufzutreten haben im Infostand. Es geht nicht, dass man mit der Bierflasche hinterm Stand steht oder mit der Kippe hinterm Stand. Das ist das Erste, was ich bei mir geschafft habe. Wer rauchen will am Infostand, der raucht daneben oder am besten ein bisschen weiter weg. Weil sowas gehört nicht in den Infostand. Und damit fängt es einfach auch an. Ja, mit dem Auftreten haben wir völlige Einigkeit. Okay, also ich glaube, wir haben jetzt zeitlich fast die Kaffeepause erreicht. Willst du noch was sagen? Nur ein kurzer Satz. Diese Unterschriftensammelaktion, die ist doch schon fast als Wahlkampf auch zu bewerten. Also mit den Leuten zu sprechen, die dazu zu animieren, zu unterschreiben, dann wissen die zwar vielleicht noch nicht unbedingt was über die Inhalte, die werden aber mit Sicherheit auch fragen. Also ich sehe das durchaus schon als Wahlkampf. Klar, also wenn es gut geht, dann ist das natürlich Wahlkampf. Wenn das schief geht und wir einfach nicht antreten können, dann war das natürlich für die Katz. An der Stelle schon mal vielen Dank, dass ihr jetzt hier zugehört habt und wir freuen uns auf alle Unterstützung. Und willst du noch was sagen? Abschließend muss ich sagen, er hat recht, denn wir haben nicht umsonst vor Berlin das in diesem Flächenland das beste Wahlergebnis gehabt, vor dem Hype. Also das beste hypelose Wahlergebnis war Baden-Württemberg, weil wir eben flächendeckend auftreten mussten, weil wir flächendeckend in Erscheinung treten mussten vorher. Aber danke für euch und ich hoffe, wir werden das irgendwie gestemmt kriegen. Wir machen ja das mit dem Verbleib immer jetzt hier. Was nimmt ihr denn jetzt mit aus der Diskussion? Konkret. Also wir haben jetzt, ist schön, dass wir darüber geredet haben. Schön, dass wir darüber geredet haben. Mir geht es darum, was nehmt ihr mit? Also jetzt konkret für euch,
was könnt ihr aus dem Plenum euch geben und so weiter. Also vielleicht können wir das noch ein bisschen konkreter machen. Die Hoffnung, dass wir außerhalb von Baden-Württemberg mobilisieren können. Und die Hoffnung, dass vor allem auch aus anderen Gesprächen heraus Hamburg erfolgreich genug sein kann, dass man eine Trendwende in der öffentlichen Wahrnehmung herbeiführt. Denn das tut uns weh. Die Außenwahrnehmung, dass wir ein zerstrittener Haufen sind. Wir können in Gemeinden und in Kreisen so viele Erfolge haben, wie wir wollen. Wenn die Außenwahrnehmung Bullshit ist, hilft es der Gesamtheit nicht. Und ich finde es cool, dass ihr da auch alle optimistischen Zuspruch gegeben habt, weil das bedeutet auch einiges. Auch wenn ich da etwas pessimistischer manchmal klinge. Also uns ging es natürlich jetzt erstmal darum, zu zeigen, dass da eine Aufgabe anliegt und da einfach ja, ein bisschen Awareness für zu schaffen. Und ja, das war auch jetzt eigentlich das Ziel. Und